So, einen wunderschönen guten Abend aus dem Norden. Wie ich sehe, füllt sich langsam der Raum. Es sind jetzt schon 10 dabei von den angekündigten 31. Mal gucken, wie viele heute dabei sein werden. Mit ja, Pünktlichkeit A und ja, Verbindlichkeit B haben wir leider immer schlechte Erfahrungen, sodass wir eigentlich gleich von der Hälfte ausgehen können, die jetzt dann mitmachen. Also mit 5 rechne ich noch von den 30. Der Rest tut es aus welchen Gründen auch immer dann nicht. Wie auch immer. Macht keinen Sinn, sich über die zu ärgern, die nicht da sind, sondern Zeit denen zu widmen, die da sind und dann diesem Vortrag lauschen wollen. Ja, das ist der erste Vortrag im neuen Jahr. Wir haben, Jörg und ich, beginnen in diesem Jahr mit Demenz. Er ist ja um 18.15 Uhr dabei. Wenn ich hier so die Theorie ein bisschen abgrase, wird Jörg dann an praktischen Beispielen beschreiben, wie Demenz auswertungstechnisch aussieht, mit welchem Hintergrund. Er will jetzt zwar ein bisschen was zu sagen, aber Jörg wird das dann im Detail nachher tun. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Carsten Pötter, bin seit über 20 Jahren im Bereich Regulationsmedizin unterwegs als Apotheker. Entwickle eigene Rezepturen, die mit Resonanzmechanismen zu tun haben. Komme aus der Clustermedizin, die wurde entwickelt und erfunden von Ulrich Jürgen Heinz. Das ist der Lehrer, bei dem ich 10 Jahre lang habe lernen dürfen. Das gleiche gilt für Jörg auch. Der wird sich nachher nochmal dazu kurz vorstellen, für die, die noch nicht gehört haben. Und unser Anliegen ist es, Themenbereiche allgemeiner Natur etwas, ja, so vorzustellen, dass Hintergründe sichtbar werden, damit klar wird, ideenmäßig, worum geht es da überhaupt und was kann der Einzelne tun, um sich aus einem solchen Dilemma zu befreien. Das ist bei Demenz ein bisschen anders. Warum das ist, ergibt sich aus der Natur der Sache, da gehe ich gleich drauf ein. Vielleicht eine Frage vorab an die 13, die schon da sind. Wer von Ihnen hat persönlich oder innerhalb der Familie mit Demenz bzw. mit Alzheimer zu tun? Das interessiert mich jetzt mal. Okay, da sind schon zwei, drei Anmerkungen. Gut, dann wahrscheinlich aus dem familiären Bereich oder Freunde und Bekannte. Ich glaube nicht, dass jemand von denen, der zuhört, unter diesem Thema leidet, sonst wäre er wahrscheinlich kaum online, denn das übersteigt ja meistens schon die Fähigkeiten, einem solchen Vortrag zu lauschen. Und daran zeigt sich auch schon die Schwierigkeit, die mit diesem Thema zusammenhängen. Was sich jetzt im Einzelnen dann aus den Folien ergibt, die ich jetzt vorbereitet habe. Ich werde Ihnen eine kurze Einführung liefern, eine kurze Beschreibung, womit es da bei der Demenz auf sich hat und werde Ihnen wie immer was über die Organe erzählen, Analogien mit dem Thema. Okay, wie können wir uns diesem Thema inhaltlich über Brücken nähern? Worum geht es tatsächlich? Und werde dann nach diesem Vorspann so die klassischen konventionellen Therapien beschreiben und Ihnen dann die Möglichkeiten aufzeigen, die Jörg und ich im Angebot haben. Dazu gehören einmal die Heilmittelkomplexe, die ich selber entwickelt habe. Und der Jörg wird dann mithilfe von Techniken beschreiben, wie in der Praxis mit Radionik und anderen Werkzeugen möglicherweise Hilfen angezeigt sind, so ein Thema vom Grunde her zu klären und zu lösen. Und ich werde dann zum Schluss dieses Vortrages diesen Teil noch einmal für Sie zusammenfassen. So, sitzen denn da, und das ist schon mehr als die Hälfte, das freut mich. Und darf jetzt auch die, die da zugekommen sind, noch herzlich begrüßen. Und ja, gehe dann jetzt mal in medias res. Zunächst einmal möchte ich Ihnen die Definition der Demenz beschreiben, so wie sie das medizinische Wörterbuch vorhält. Das ist einmal ein psychiatrisches Syndrom, das bei verschiedenen degenerativen, also Dinge, die mit Abbau zu tun haben und nicht degenerativen Erkrankungen des Gehirns auftritt. Die Demenz umfasst Defizite des Denkens, der emotionellen und sozialen Fähigkeiten
und führt zu Beeinträchtigung sozialer und beruflicher Funktionen. Das ist, was wir alles beklagen. Das sind dann auch die Folgen und die Konsequenzen, die wir ziehen, denn diese Menschen sind meistens im fortgeschrittenen Zeitraum pflegebedürftig, weil die können sich allein nicht mehr organisieren. Betroffen von der Demenz sind Kurzzeitgedächtnis, ferner das Denkvermögen, die Sprache und die Motorik, bei einigen Formen auch die Persönlichkeitsstruktur. Also da geht also einiges in die Brüche. So, das sind so die klassischen Merkmale, die sich mit Demenz zusammensetzen lassen. Die Häufigkeit ist auch sehr anschaulich. Innerhalb der Altersgruppe 65 bis 69 sind 1,2% betroffen. Das setzt sich fort bis zu den über 90-Jährigen 34,6%. Also die Tendenz ist ganz klar, je älter jemand wird, umso häufiger ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch dann später dann unter Demenz oder Alzheimer leiden wird. Daraus ergibt sich dann auch die Notwendigkeit, dann Maßnahmen zu ergreifen. Was da auf uns zurollt, ist noch gar nicht abschätzbar, denn wenn diese Menschen dann auch, die jetzt vielleicht 60 sind und dann 80 werden, wenn die dann nochmal 10 Jahre leben, 10 Jahre Pflegebedürftigkeit und Therapie, die ja letztlich keine ist, ist nur eine Verwaltung der Störung, da rollen richtige Probleme und richtige Summen auf uns zu, von denen wir jetzt noch keine wirkliche Ahnung haben. Das wird sich erst im Laufe der nächsten Jahre wirklich abzeichnen, was das konsequenterweise für uns bedeutet. Jetzt kommen wir zur entscheidenden spannenden Frage. Jetzt sind Sie gefragt, welche Umstände könnte das Gehirn veranlassen, seinen Erinnerungsspeicher zu schließen? Wer hat eine Idee? Sie sollen ja ein bisschen mitmachen. Ich will nicht nur erzählen, sondern möchte hier so zum Denken anregen. Okay. Trauma, Schocks, schwere Traumata. Schlimme emotionale Erfahrungen. Ja, wir kommen der Sache schon nahe. Giftstoffe. Sehr schlechte Ernährung. Elisabeth, wie kommst du auf schlechte Ernährung? Was hat die, wie kannst du den Zusammenhang herstellen zwischen schlechter Ernährung und nicht sagen löschen, aber abkoppeln des Erinnerungsspeichers. Wie kommst du da drauf? Schwermetalle, Borrelien. Okay, das Thema, wo ich gerade gelesen, schlechte Ernährung. Vielleicht kann Elisabeth da ein bisschen, ich habe auch die Giftstoffe in der Ernährung gemeint. Okay, gut, also fassen wir es in diesem Zusammenhang und schauen uns mal, was. So, was hier sich im Chat abzeichnet, deckt sich auch mit meinen, ich will nicht sagen Überlegungen, aber mit meinen Erfahrungen und mit meinen Beobachtungen, die ich habe. Es sind einmal erlebte und nicht artikulierte Erfahrungen. Entscheidend ist, dass nicht das, was wir erleben, das ist zwar das eine, aber es geht letztlich darum, dass das, was wir erlebt haben, nicht äußern dürfen. Und das ist der entscheidende Punkt. Erlebnisse hat jeder, mehr oder weniger schlimm. Der Punkt ist, darf ich darüber reden oder nicht? Und hier geht es in Punkt 2 um die erzwungenen, verdrängten Erinnerungen. Also all das, was ich aus welchen Gründen auch immer nicht äußern darf, das ist der Hauptmotor, diese Dinge dann abkapseln, abzukoppeln oder aus meinem Gedächtnisspeicher zu verdrängen. Was ich ganz häufig erlebe, ist, dass eigene Bilder, also das, was ich selbst erlebt habe als Betroffener, dass diese Bilder nicht zu den offiziellen Bildern passen, die ich dann höre von außen. Und das führt zu Verlust des Vertrauens an die eigene Wahrheit. Wenn also alle sagen, die Sache sei so und so gewesen und ich habe was anderes erlebt und ich diese beiden Dinge nicht zur Deckung bringen kann, dann muss ich mich fragen, ticke ich nicht sauber oder ticken die nicht sauber? Aber da die alle das Gleiche erzählen und ich was anderes erlebt habe, müssen die wohl recht haben. Ich will dazu eine kleine Geschichte erzählen. Sie alle kennen vielleicht Psychologie der Massen von Le Bon, einem französischen Psychologen. Der hat mal folgendes Gedankenexperiment gemacht.
ist auch durchgeführt worden. 10 Leute in einem Prüfungsraum mussten das berichten, was vor ihren Augen geschieht. Davon waren 9 von denen instruiert und einer war unbedarft. Und es ging um diesen einen. Diese 9 wussten genau, wie sie sich zu verhalten hatten, und dieser eine, diese Unbedarfte, war nicht die Prüfperson. Und zwar an der Tafel wurden vorne Kreise gezeichnet. Und der Prüfer fragte dann: Wie viele Kreise seht ihr? Und diese Kreise, die zunächst 1, 2, 3, 5 waren oder dann auch mal 10, die wurden in den ersten 3, 4 Durchläufen von allen korrekt benannt. Und dann ab dem 5. Durchlauf fingen Menschen an, und zwar erst 6, dann 7, dann 9 von 10, völlig falsche Angaben zu nennen gegenüber dem, was dort vorne wirklich passierte. Und irgendwann fragte sich dieser Zehnte: Wenn die da vorne alle 9 zählen und ich sehe aber nur 7, habe ich vielleicht eine Sehstörung, liegt es vielleicht an mir? Kann ich dem, was ich wahrnehme, wirklich trauen oder nicht? Und dann irgendwann, nach 3, 4, 5 Runden, die er dann durchgehalten hat, dem zu vertrauen, was er sieht, fing er an, sich dem zu nähern, was die anderen sagten oder als Ergebnis mitteilten. Und das ist entscheidend. Diese Massenpsychologie führt dazu, dass viele Menschen aufgrund der Dinge, die erzählt werden, ihren eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen. Und dieses Vertrauen oder dieser Vertrauensverlust an eigener Wahrheit führt dazu, dass ich niemanden mehr habe, mit dem ich über das reden kann, was ich für wahr halte. Und ohne diese eigene Austauschmöglichkeit für das eigene Erinnern, hat das, was ich erinnere, letztlich keinen Sinn mehr. Also da ich es nicht mehr nutzen kann, kann ich es getrost abschalten. Denn selbst wenn es jemanden gäbe, der zuhört über das, was ich zu erzählen habe, bleibt die Frage: Wer würde mir glauben, was ich erlebt habe? Das sind im Grunde genommen die Hauptüberlegung oder die Haupthintergründe, die dazu führen, dass ein Mensch aus seinem aktiven sozialen Leben des Austausches herausklingt. Und es gibt viele prominente Menschen, beispielsweise Walter Jens als einen der prominentesten Zeitgenossen. Wer sich mit seiner Biografie beschäftigt, wird feststellen, dass er in bestimmten Punkten sogenannte Blacklinks hat, wo er Dinge erlebt hat, die er nicht mehr veröffentlichen durfte oder nicht mehr sagen durfte, weil es nicht mehr zum normalen Geschichtsbild passte. Und das deckt sich mit vielen Menschen, die in dieser Zeit etwas erlebt haben, was sie nie wieder äußern durften, weil sie dann mit Verbrennung, mit Anwürfen, Vorwürfen, Beleidigungen zu tun hatten, was dazu führte, dass diese Menschen dann einfach sich nicht mehr äußerten. Und das, was gerade die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, was diese Menschen erfahren haben und dann hinterher nicht mehr ausdrücken durften, hat ein ganz eigenes Profil hinterlegt, was dann zu Auswirkungen bei diesen Menschen führt, die sich dann lieber zurückziehen, dicht machen und dann im Grunde genommen diesen Erinnerungsspeicher löschen. So, das sind im Grunde genommen die Erfahrungen oder die Erlebnisse, die ich mit solchen Menschen habe oder hatte. Und das sind so die zusammenfassenden Elemente oder Merkmale, die sich mit dem Thema, was ihr mit Trauma unbewegte Ereignisse deckt. Diese Dinge zusammengenommen führen dazu, dass einfach Menschen sich verabschieden aus ihrem Leben im Sinne von: Ich tausche mich aus und dann bleibt nur noch bei mir. Und das, was ich in mir trage, habe ich nur noch in mir und es bleibt auch bei mir. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, das im Einzelnen dann nach außen auszudrücken. So, ist das, was ich hier als Skizze liefere, für euch nachvollziehbar? Gut. Das scheint hier auf Zustimmung zu treffen. Prüft das mal, wenn ihr jemanden kennt. Und die Frage ist ja, es geht ja nichts wirklich verloren. Und die Frage ist ja, wie kriege ich es hin, einen Menschen wieder an diesen Erinnerungsspeicher zu führen? Und was ist dafür notwendig? Darum geht es ja letztlich. Und das sind ja Dinge, die im Grunde genommen im täglichen Leben eine Rolle spielen. Und über dieses sich dem Thema öffnen, kriegen wir einfach nur eine Verbindung her, wenn wir zu diesem Menschen eine emotionelle Verbindung aufbauen und ihn dort abholen, dort, wo er seine Erinnerung abgespeichert bzw. abgekoppelt hat. Das ist meistens oder fast immer eine Reise in die Vergangenheit.
So, jetzt schauen wir uns mal die Auffälligkeiten an, die dann mit der Demenz einhergehen. Da haben wir einmal von Agitation, Aggression bis hin zu Halluzinationen eine ziemlich unterschiedliche Form von Nebenerscheinungen, die mit Demenz einhergehen. Sie lassen sich im Grunde genommen auch ganz einfach erklären. Wenn wir das zugrunde legen, was wir gerade entwickelt haben, dann lassen sich diese Dinge, die hier stehen, letztlich als Zwangsläufigkeiten verstehen. Warum? Weil jemand, der seinen eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen darf, der baut intern letztlich Druck auf, weil in ihm bricht eine Welt zusammen, weil es das Außen in der Form nicht mehr gibt, mit der er sich austauschen kann. Also muss der Druck andere Wege finden oder diese Austausch oder diese Ausdrucksmöglichkeit, die sich dann in fast der Hälfte der Personen unter Agitation und Aggression äußert. Reizbarkeit auch, weil die hören dann nicht auf, lass mich in Ruhe, und sie werden dann unwirsch oder kurz angebunden. Apathie ist eine Form von, ja, ich kopple mich komplett ab, Depression auch. Das ist der verminderte Lebensausdruck. Ängstlichkeit ist ganz klar, denn wem kann ich vertrauen, wenn ich das im Außen nicht mehr tun darf? Wahnvorstellungen, nicht selten beginnen Menschen dann sozusagen Scheinwelten aufzubauen, in die sie dann hineinflüchten, oder Enthemmung im Sinne von, ich habe nichts zu verlieren, dann werde ich dem Druck oder diesem Impuls, der jetzt in mir kommt, den will ich eine andere Bahn liefern. Und das abweichende motorische Verhalten lässt sich auch erklären, dass das, was dann an Bildern, an Erinnerungen, an Traumata da ist, muss sich ja nun irgendwie entladen. Und das sind alles Dinge, die dann im Grunde genommen Möglichkeiten liefern, auf der emotionellen oder auf der körperlichen Ebene, sich mit dem, was ich gespeichert habe, auf eine bestimmte Form auseinanderzusetzen. Frau Seufert, ist er jetzt ein bisschen besser als vorher? Ich hoffe, Sie sind jetzt wieder ein bisschen, oder ich bin jetzt ein bisschen besser verständlich für Sie, weil ich will es also nicht ganz hier über den Kamm scheren, weil das würde dann nämlich hier über den Mikrofonlautsprecher hinaus wachsen. Ich möchte nicht, dass das hier oben durch die Decke geht. Gut. Also, jetzt fahre ich das mal ganz nach oben. Das Problem ist, je höher ich stelle, umso undeutlicher wird das. Deswegen muss ich gucken, dass ich hier mit meiner Sprache nicht durch die Decke gehe. Es wird zwar dann gut verständlich, aber es fängt dann an zu knirschen. Gut, Diana Kübler. Auch hier finden wir, das sind meistens Übertragungsprobleme. Ja, Diana Kübler hat nur eine 78er Übertragungsbreite, das ist sehr schlecht. Also optimal sind zwischen 500 und 1000. Da gibt es hier nur ein paar Vertreter. Also die unter 100 hier rangieren, Angela Löffler 110, Diana Beate mit 78, die haben bei solchen Übertragungsraten leider nicht wirklich eine Chance, dem, was sie hier zu hören bekommen, wirklich zu folgen. Gut, das wird ja aufgezeichnet, und wer es danach lesen oder nachfordern kann, der kann ja dann später sich nochmal diese Wiederholung anschauen. Gut, dann schalte ich jetzt mal um und mache mal weiter. So, jetzt gucken wir uns mal die Risikofaktoren an, die mit Demenz einhergehen, und versuchen das gleichzeitig mit den Dingen zu verknüpfen, die vielleicht in der Runde schon da sind, im Sinne von, was hat A mit B zu tun? Da haben wir einmal die kardiovaskulären Faktoren, Hypertonie, Niereninsuffizienz, Adipositas, Diabetes mellitus und Defekte des Gefäßsystems. Wer kann die Brücke schlagen zwischen der Demenz und kardiovaskulären Faktoren? Wem fällt dazu etwas ein? Gebrochenes Herz, ja, ist eine gute Erklärung. Was noch? Noch eine andere Idee? Die Lebensenergie wird blockiert. Durchblutungsstörungen nach Schlaganfall. Ja. Jetzt könnte man die Brücke weiterschlagen. Schlaganfall deutet worauf hin?
Vielleicht kann das der Dirk erklären. Was steckt in dem Wort Schlaganfall als Brücke? Zu viel Druck im System, da hat jemand einen Schlag bekommen. Und zwar, wo sitzt das? Wo hat er diese Schläge bekommen? Wo findet Schlaganfall statt? In welcher Region des Körpers? Im Kopf, da sind wir wieder. Also im Denkapparat, da wo die Verarbeitung der Dinge stattfindet, die wir erleben. Und wenn das zu heftig wird, zu viel und es gibt einfach keine Möglichkeiten, das zu reglementieren, das zu tauschen, dann ist der Schlag im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen und dem zu entgehen. Genau. Das Gleiche hat mit Hypertonie zu tun, also das unter Druck stehen. Diese Menschen haben einfach keine Möglichkeiten oder sie haben keine Möglichkeit, sich wirklich zu äußern, weil das, was sie äußern könnten, dürfen sie nicht mehr. Also äußert sich das im erhöhten Blutdruck. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema, Niereninsuffizienz. Wie könnte da ein Zusammenhang entstehen? Wer hat da eine Idee? Niereninsuffizienz, worauf deutet das? Angst zu sprechen, ja. Angst auszudrücken und Angst zu scheiden. Die Niere ist ja dazu da, um etwas auszuscheiden. Und zwar, ich muss mich von den Dingen trennen, die mir nicht gut tun. Und jemand, der über Jahre oder über Jahrzehnte Dinge festhält, die ihm nicht gut tun, bei dem ist es ein Wunder, dass nicht viel früher Niereninsuffizienz abläuft. Weil das, was da an Erfahrungen gesammelt worden ist, ist in den wenigsten Fällen förderlich. Von daher ist die Niereninsuffizienz eine fast logische Schlussfolgerung. Wer kann was zu Diabetes mellitus erzählen? Worauf lässt das schließen? Genau, da fehlt die Süße des Lebens. Die Diabetes als Ausdrucksform der Pankreas ist immer Ausdruck von fehlender Selbstliebe. Das sind Menschen, die also keine Liebe erfahren haben oder wenig. Und das kann man sich gut vorstellen, dass die Dinge, die in der Zeit der Kindheit gelaufen sind, jetzt sich so äußern, dass im Grunde genommen diese fehlende Liebe in mangelnder Selbstliebe zurückkommt und dass dann ein Spätdiabetes oder ein Altersdiabetes dann die Konsequenz davon ist. Isst zu viel, statt seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, die meisten können ja nicht mehr ihrem Bedürfnis nachgehen, weil es ihnen nicht erlaubt und nicht gestattet wird. Also bleibt ihnen kaum eine andere Form der Kompensation übrig, als sich sozusagen über Essen zu belohnen. Und dann spielt natürlich Diabetes und Adipositas eine ganz große Rolle, weil das, was sie dann sozusagen mit sich herumschleppen, somatisiert sich dann in ihren Rillen, die sie dann in den Bauch, Bauchspeck oder wo auch immer dann abgelagert haben. Das ist sozusagen der Dreck oder diese Erinnerung, diese Speicherung, die sie dann in Form ihres Fettgewebes zutage fördern. So, und der Effekt des Gefäßsystems ist dann letztlich auch klar. Denn das, was ich nicht mehr führen kann, in Kreisläufen, um es auszuscheiden, dreht sich innerhalb des Systems sozusagen rund. Und dann bleiben letztlich keine Wege mehr übrig, um mich von dem zu verabschieden, was mir wehtut, was sich in mir abbildet und was mich quält. Gut, da ist nichts mehr im Fluss. Beziehungsweise es dreht sich nur noch rund. Es dreht sich nicht mehr zu einem Ergebnis, sondern es dreht sich nur noch im Kreis. Es wird nicht mehr gelöst. So lassen sich auch die Risikofaktoren, wenn wir uns die Geschichten dieser Menschen angucken, als folgerichtige Konsequenz eines Erinnerungs- oder eines Speicherbereichs beschreiben, der mit der Geschichte dieses Menschen einhergeht. Dann fahren wir mal weiter. Um sich jetzt diese einzelnen Organe nochmal im Detail anzugucken, also wie bemüht, da habe ich drei, vier, fünf herausgegriffen, die ich jetzt im Einzelnen vorstellen möchte, um sie dann über diese Analogie, über diese Brücke zu führen, mit der sie verstehen, was dieses Organ ausdrückt.
Die Analogie ist also zu veranschaulichen, welches Thema hinter den Funktionsebenen eines Organs zum Ausdruck kommt. Das können Sie mit jedem Organ tun. Die, die das hier schon kennen von uns oder von mir, der wird wissen, dass ich immer was über Organe erzähle. Und die Analogie ist die hilfreiche Brücke überhaupt, um zu verstehen, was genau erzählt mir eigentlich dieses Organ. Denn nicht das Organ ist krank, sondern der Mensch ist krank und sein Organ sagt ihm etwas, was nicht stimmt. Wichtig für mein Verständnis, dass ich kapiere, was genau sagt mir das Organ, und das verstehe ich nur, wenn ich seine Sprache übersetzen und interpretieren kann. Gut, dann gehen wir mal in das erste Organ hinein. Das ist das limbische System. Die Funktion des limbischen Systems ist die Verarbeitung von Gefühlen. Das ist nämlich die Ebene, auf der wir all das, was wir erleben und erfahren, filtern. Und folgende Inhalte führen dazu, dass im limbischen System Probleme auftauchen. Punkt 1, diese Gefühle ertrage ich nicht mehr. 2, dieses Gefühl erinnert mich an schmerzhafte Dinge. Und 3, diese Erinnerung ist unerträglich. Wenn das ein Tatbestand ist, aufgrund des eigenen Erlebens innerhalb der Geschichte, dann wird dieses limbische System Probleme machen. Durch Kopfschmerzen oder durch Abkoppeln. Das sind so klassische Reaktionen. Zweites Organ ist der Thalamus. Thalamus dient der Steuerung und Koordination von hierarchischen Impulsen zur Lebenssicherung. Also das ist das, was also im Zentrum des Gehirns stattfindet. Dort werden diese Dinge geordnet, sortiert und dann in die entsprechenden Regionen weitergeleitet, um sie dann hierarchisch, also nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, zu ordnen. Inhalte: ich weiß nicht mehr, was wichtig ist für mich und hänge oft an unwichtigen Themen fest. Oder ich fühle mich oft von meinem Bewusstsein abgespalten und finde keine Linie für meine Lebensplanung. Der Thalamus ist der Ausdruck oder sozusagen das Tor des Bewusstseins. All das, was ich in mein Leben nicht mehr integrieren kann, muss ich abspalten. Und das, was ich abspalte, führt dann irgendwann ein Eigenleben und rumort dann in mir, in auch verschiedenen Ebenen. Und die Organe, die wir gerade beschrieben haben, sind sogenannte Kompensationsorgane, in denen das Erleben sozusagen ein Eigenleben spielt und dort sozusagen unter Eigenregie, nach eigenen Gesetzmäßigkeiten weiterlebt. Und da ist der Thalamus im Grunde genommen dieses Speicher oder dieses Koordinationssystem die Voraussetzung, damit diese Dinge nicht mehr dort abgelegt werden, wo sie hin müssen, sondern wo der Körper oder wo der Mensch sie aufgrund seiner Kompensationsstrategie ablegt. So, der dritte Teil ist der Hirnstamm oder Stammhirn. Hier geht es um die Steuerung der unwillkürlichen Lebensprozesse, also all das, was mich am Leben aufrechterhält. Ich missachte meine Instinkte und Intuition sträflich, obwohl sie mich am Leben halten. Oder ich möchte so nicht mehr weiterleben. Demenz ist ja eine Form von Suizid, eine Form von Sterben auf Raten. Leben heißt ja letztlich nichts anderes als teilnehmen am lebendigen Ausdruck. Und wenn der lebendige Ausdruck nicht mehr stattfindet, entweder weil nichts mehr rauskommt oder weil nichts mehr reinkommt, ist das ein Tod auf Raten. Also das sind Menschen, die so nicht mehr weiterleben, weil die wollen nicht sterben, sondern sie wollen so nicht mehr leben. Weil das, was sie so vorfinden, hat mit Leben nach ihren Vorstellungen wahrscheinlich nichts bis wenig oder gar nichts mehr zu tun. Frau Kübler, dann müssen Sie kurz zumachen und wieder aufmachen. Also ich kann das von hier aus nicht steuern. Ich gucke mir noch gerade mal Ihre Übertragungsrate an, wie hoch die ist. Die sitzt bei 78, also wird immer weniger. Das liegt, wie gesagt, an den Übertragungsraten Ihres Anbieters. Die Spanne geht hier von 78 bis 1300. Hermann Grösse hat wahrscheinlich mit die beste. Der liegt bei 1040. Doris Gölz hat 1212. Und die mit 78 haben natürlich bei dem Spiel hier leider das Nachsehen. Das kann ich von hier aus leider nicht ändern. Gut, so. Nächstes Organ ist das periphere Nervensystem. Hier geht es um die Weiterleitung der eigenen Impulse zur persönlichen Expansion und Reife. Also all das, was ich zum Wachsen, zum Großwerden brauche. Ich würde so gern wachsen und reifen, so wie es meinem Wesen ist, nicht. Und meine eigenen Ideen sind nichts wert. Ich muss das tun, was andere für richtig halten. Das soll nochmal an die Idee von Le Bon, Psychologie der Massen, erinnern. Das, was ich selber wahrnehme, hat in dem Fall hat dann keinen Wert mehr, wenn sich das, was mit dem, was ich erlebt habe, mengen lässt. Das führt immer zu einem Dilemma. Entweder ich traue meinem Gefühl und beharre darauf, das, was ich sehe, stimmt, ganz egal, was meine Umgebung sagt. Irgendwann sage ich, das, was ich wahrnehme, dem kann ich gar nicht mehr glauben, da alle anderen was anderes erzählen. Also das muss man sich mal klar vor Augen führen, was das bedeutet. Ein Mensch, der ohne seine Umgebung nicht überleben kann, weil er es nicht als Eremit programmiert,
wird dann sich klare Vorstellungen oder wird dann eine Entscheidung treffen müssen, wie er jetzt in Zukunft mit Wahrnehmung umgehen wird. Wenn alle anderen was anderes erzählen als das, was er selbst erlebt hat oder das, was er selbst sieht und wahrnimmt, dann wird es irgendwann eine Schere im Kopf geben, die dann zu Konsequenzen führt. Und das wird hier in Form des Peripheren, das wird hier über das periphere Nervensystem gesteuert. So, das sind so meine Klassiker, die sich im Kopf abspielen. Ist das bis hierhin verständlich oder hat jemand noch eine Anmerkung oder eine Zusatzfrage? So, das scheint hier angekommen zu sein. Bevor ich jetzt weitermache, die Frage nochmal an euch. Und zwar an diejenigen, die mit Menschen zu tun haben, sei es im familiären Umkreis oder im Bekanntenkreis, die mit Alzheimer zu tun haben. Findet ihr den oder die dort wieder mit den Skizzen, die ich jetzt bis jetzt geliefert habe? Vielleicht kann mal jemand erzählen, in kurzen Stichpunkten, wie sich das bei seinem Bekannten äußert und welche Vermutung er dazu hat. Angela Höfler, höre nichts mehr. Was haben wir denn da für eine Übertragungsrate? Angela Löffler, 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 Löffler. Auch nur 110, das ist grenzwertig, also über 100 sollten es schon sein. Also ich kann das nur noch mal sagen, vielleicht für die nächsten Seminare, wenn Sie denn angehört werden wollen, sich vielleicht noch mal mit dem Rechner beschäftigen, da Müll runterladen, damit eine bessere Internetverbindung stattfinden kann. Gut. Barbara, meine Mutter realisiert nicht mehr, wie alt sie war. Also fehlender Bezug zur Zeit, ganz klares Kriterium von einem Eigenleben, da dreht sich alles im Kreis. Zeit ist ja für uns als eine Linie gedacht, in der wir uns sozusagen nach hinten und nach vorne bewegen. Die meisten haben ja keine Gegenwart, sondern die meisten Menschen leben ja in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das Heute gibt es ja für die meisten nicht, erst morgen dann. Und weil gestern so und so war, kann ich heute so und so nicht sein. Das sind also ganz, ganz häufige Kriterien für den Zustand, den wir jetzt nicht nur bei der Demenz, sondern bei verschiedenen Formen von Störungen festlegen. Gut, also falls jemand noch was mitteilen möchte, was erzählen hatte, der möge das bitte jetzt im Chat hinterlegen. Ich gucke gleich wieder rein. Ich mache dann hier bei mir weiter. So, jetzt gucken wir uns mal die klassischen Therapieformen an, die die Schule anzubieten hat. Ich muss es vorweg sagen, die sogenannten Antidementia haben eigentlich keine kurative Wirkung. Das sagen sie auch ganz klar, weil sie nicht wissen, was da passiert, sondern ihre Arzneimittel, vom Donizipil angefangen bis Piracetam, versucht eigentlich das, was an Reiz Weiterleitung im Gehirn stattfindet und was dann degeneriert ist oder im Abbau befindlich ist, halbwegs zu stoppen oder aufzuhalten. Ich will da die Arzneimittel nicht beschreiben, sondern will nur kurz den Effekt anmerken, damit Sie sich ein Bild davon machen, wie diese Dinge funktionieren, die dann Anwendung sind. Das Donizipil greift also die normale Erregungsleitung des Gehirns ein. Es versucht, die Reizleitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das Galantamin ist ein Abkömmling aus einem Naturstoff, der führt zu einer Konzentrationserhöhung vom Acetylcholin im synaptischen Spalt. Das ist ein Neurotransmitter, der notwendig ist, damit Informationen von der Synapse 1 an das Ganglion 2 übertragen wird. Das Rivastigmin ähnlich blockiert die Acetylcholinesterase, erhöht damit sozusagen die Konzentration vom ACH in der Hoffnung, dass dann häufiger und schneller die Übertragung von einem Neuron auf das andere geschieht. Und das Memantamin ist ein Agonist, ein Rezeptoragonist, der mit Hilfe von Aspartat,
Dieses Enzym blockiert und damit den Abbau von N-Methyl-D-Aspartat reduziert, in der Hoffnung, dass dann die Reizleitungsgeschwindigkeit wieder erhöht wird. Und das Piracetam ist der Klassiker, regt den zellulären Zuckerstoffwechsel an und damit die Sauerstoffverwertung. Also Sie sehen oder ihr seht, dass diese Medikamente letztlich versucht halbwegs das brennende Schiff zu löschen, geht aber nicht, weil sie nicht wissen, warum dieses Schiff brennt. Und alles, was an Löschmitteln eingesetzt wird, produziert letztlich meistens nur mehr Feuer. Das ist ungefähr so, als wenn Sie Öl ins Feuer gießen. Das ist das, was Sie mit den klassischen Antidemenzien ausrichten. Das ist eine sehr hilflose Kampagne. Das wissen die meisten auch, aber es gibt nichts, es gibt überhaupt nichts am Markt, was auch nur halbwegs irgendwie diesen Prozess aufhält. Ina Korte, mein ehemaliger Lehrer, vegetiert völlig verwirrt im Altenheim. Ich kenne deine Dramen aus dem Zweiten Weltkrieg, deine Familie aber nicht. Okay. Wie kann man jetzt am besten einem solchen Menschen begegnen? Naja, das versuchen wir jetzt gleich zu entwickeln. Ich will da jetzt ein paar Hinweise geben, was getan werden kann, wenn eine Verbindung zu diesem Menschen entsteht oder aufgebaut werden kann oder bereits da ist. Neben dieser medikamentösen Therapie gibt es unterschiedliche psychologische Verfahren, die im Einsatz sind. Einmal Gedächtnistraining, Biografiearbeit und daseinsthematische Begleitung. Da will ich auch nur ein paar Worte zu verlieren. Gedächtnistraining ist klar. Hier geht es darum, Menschen dabei zu schützen, sich zu erinnern, entweder durch Kreuzworträtsel oder durch Memory oder was auch immer. Also alles Dinge, die dazu führen, kognitive Prozesse wieder in Bahnen zu leiten. Funktioniert nur dann wirklich gut, wenn das, was dort trainiert wird, nicht nur das rein Kognitive bedient, sondern darüber hinaus die emotionelle Ebene anspricht. Denn alles, was nur im Denken passiert, führt zu nichts, weil es zu keinem Response führt. Alles, was über Kognition gemacht wird und dann eine Emotion aufruft, führt meistens zu einer Verankerung und zu einer Verbesserung der Problematik. Also ganz wichtig, wenn solche Verfahren durchgeführt werden, wichtig ist, dass grundsätzlich immer eine emotionelle Beteiligung da sein muss, sonst können Sie das Ganze sparen. Biografiearbeit ist etwas Ähnliches. Da wird versucht aufzuarbeiten oder wird versucht klarzumachen, wie kann ich Menschen an die Punkte wieder ankoppeln, wo er aufgehört hat, sich zu erinnern? Das sind meistens über Fotoalben, über Bilder, über das Hören von Sprache, die bekannt ist, meistens von Familienangehörigen. Das Gleiche gilt für daseinsthematische Begleitung. Das heißt, ihnen immer wieder klar machen, du hast ein Recht hier zu sein und es ist gut, dass du da bist. Also eine Form von Bestätigungstherapie mit dem Ziel, den Menschen nicht vollends im Nirvana oder im Sog der Erinnerung verschwinden zu lassen. Das sind aber letztlich alles nur Verfahren, die erstens nicht wirklich greifen, weil nach meinem Verständnis im Grunde genommen nicht wirklich berücksichtigt ist, worum es hier geht, weil sie die Menschen nicht wirklich da abholen, wo sie stehen geblieben sind, weil einfach das, was der Mensch erlebt hat, nicht berücksichtigt wird. Und dann erreichen diese Menschen auch nicht. Und das ist der grundsätzliche oder das ist die grundsätzliche Problematik, dass ein Mensch dann, der so verfasst ist, abdriftet. So, jetzt werfe ich mal einen Blick auf die Dinge, die ich hier mache, oder zusammen mit dem Jörg. Die Mittel, die ich konzipiere, haben das Ziel, das, was sich als Konflikt in einem solchen Geschehen abbildet oder ausgedrückt hat, eben sichtbar zu machen und den Menschen dann nachträglich etwas an die Hand zu geben, was ihm erlaubt, etwas nachzuholen, was bis heute nicht möglich geworden ist. Und hier geht es nicht darum, etwas zu unterdrücken, sondern das, was alt und wirksam geblieben ist, zu aktivieren und zu klären. Und das funktioniert nur, indem ich einen Zusammenhang, der da ist, aufzeige und kläre und dem Anwender dann etwas an die Hand gebe, was ihm hilft, Impulse zu liefern, eben sein Problem vom Grunde her zu lösen. Und das funktioniert nur, wenn Sie neue Wege gehen. Diese Wege müssen aber für alle, insbesondere auch für den, den es betrifft, gangbar sein. Und da habe ich so zwei, drei Mittel, die ich beschreibe. Das ist einmal der Zerebralkomplex. Der hat die Aufgabe, das, was an Gedächtnisinhalten da ist, nichts geht wirklich verloren. Das bleibt ja, aber die Türen sind zu. Dieser Zerebralkomplex ist sowas wie ein Schlüssel zu einer bestimmten Tür oder zum bestimmten Raum, der dann das freisetzt, was dann dort hinterlegt ist. Der springende Punkt ist der, wenn ich diese Tür öffne und es kommt mir entgegen, was ich aus gutem Grund oder aus welchen Gründen auch immer gespeichert habe, dann muss ich ja jemanden haben, der das empathisch begleitet.
Und wenn ich dann als Betroffener die Gelegenheit habe, das zu öffnen und das zu klären, und ich habe aber aus niemanden, der immer noch nicht glaubt, dann nützt das herzlich wenig. Also ich brauche einen Menschen, der mir glaubt und der dem vertraut, was ich wahrgenommen habe. Wird aber im Außen versucht, das zu konterkarieren, aber das stimmt alles gar nicht so, das haben wir da ganz anders gelernt und das wird anders erzählt, dann haben wir Probleme. Dann wird dieser Mensch wahrscheinlich in seinem Dämmerzustand besser aufgehoben sein, weil er dann zumindest dort in dieser Aphasie oder in dieser Aphasie letztlich in seiner Zurückgezogenheit wahrscheinlich seine eigene Dämmerwelt aufbaut, in der er sich noch halbwegs zu Hause fühlt. Das ist so meine Idee. Diejenigen, die mit zerebral arbeiten, die bekommen zumindest eine Idee, dass da mehr ist als ein Name und ein Geburtsdatum und auch eine Zeit, sondern dass da ganz viel an Erinnerungen schlummert, die seit 30, 40, 50, 70 Jahren dort liegen und bis heute nie wirklich artikuliert werden durften. Das sind also alles Dinge, die dann Berücksichtigung finden sollten. Um die Frage von Ihnen zu beantworten, begegnen kann man einem Menschen nur dann, wenn ich ernst nehme, was er mir erzählt und das nicht für Wirrwarr halte, sondern akzeptiere, ja, das hat er erlebt und er hat ein Recht, dass ich ihm das glaube. Ganz egal, wie ich dazu stehe, was er mir erzählt. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren oder das zu be- oder zu verurteilen, sondern meine Aufgabe ist einfach da zu sein und zuzuhören, damit der dann was erzählt, das Gefühl hat, da ist jemand, der nimmt mich wirklich ernst und er nimmt das ernst, was ich erzähle. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sobald ich einen Menschen versuche, ruhig zu stellen, ihn also sozusagen in seinen Verwirrtheitszustand zurückbringe, lassen wir das lieber. Dann wäre das ehrlicher und aufrichtiger, den in seinem Dämmerzustand zu lassen, wo er dann sich einrichtet, wie auch immer, unabhängig von dem, was wir tun, denn was in dem abläuft, wissen wir ja nicht mehr. Deswegen teilt er sich ja nicht mit, sondern dann sollten wir ihn da lassen, wo es ist. Wenn ich also eine empathische Beziehung zu den Menschen aufbauen kann und will und möchte, dann ist meine wichtigste Aufgabe zuhören und nicht kommentieren, was ich zu hören bekomme, sondern immer nur neugierig weiterfragen und ihn sozusagen motiviere zu erzählen. Was hast du noch erlebt? Wie war das damals so? Und was hast du wirklich erlebt? Erst wenn das Gegenüber die Idee hat, der hört mir wirklich zu und der will mich jetzt nicht korrigieren und der will mich nicht sozusagen zurechtdrücken, sondern er nimmt das an, was ich zu erzählen habe, dann haben wir überhaupt die Möglichkeit, dass er sozusagen diesen Gesprächsfaden weiter aufrechterhält und dann sozusagen aus eigener Motivation spricht über das, was ihn wirklich kümmert. Ina, ist das so vom Prinzip her verständlich? Ist das ein Regime oder ist das eine Anregung, die hilfreich ist? Gut, während du schreibst, werde ich es mir mitteilen. Gut, aber wenn du kein Verdränger bist, kannst du dich ja zur Verfügung stellen und sagen, okay, ich bin hier und höre dir zu. Während du das sagst, guck ihm genau in die Augen und mach ihm klar, ich bin jetzt für dich da und ich höre dir zu und ich glaube das, was du mir erzählst. Ja, Menschen, die sich über Sprache am Anfang nicht äußern können, können das ja nur über Mimik und Gestik. Und die Augen verraten sehr viel. Wenn die Augen noch wach sind, wenn dann noch so ein gewissen Lebensfunke zu erkennen ist, dann greif diesen Funken auf und mache ihn über deinen Blick klar, ja, ich glaube dir, was du mir erzählst. Ja, das ist der einzige Weg, um diese Brücke wiederherzustellen. Ich sehe sonst keinen anderen. Weil alles andere, das was über kognitive oder über oktroyierte Verfahren läuft, die etwas in einem Menschen aufzwingen, was mit dem nichts zu tun hat, führt zu nichts. Das ist letztlich vergebene Mühe. So, Zerebralkomplex in Kombination mit dem Orthozerebral, das ist eine Mischung orthomolekularer Medizin. Wir haben eine Reihe von orthomolekularen Rezeptoren konzipiert, die dann auf der Stoffwechselebene oder auf der Stoffeebene das unterstützen, was auf der Informationsebene mit dem Zerebralkomplex passiert. Findet hier eine wichtige und eine fruchtbare Zusammenarbeit. Nochmal, das Orthozerebral alleine hilft nicht wirklich viel. Ich würde es dann immer kombinieren mit dem Zerebralkomplex, um nicht nur Futter für die Seele, sondern auch noch Futter für die Zelle anzubieten. Denn all das, was wir vorhin auch beschrieben haben im Sinne von Entgiftung und Vergiftung, sind ja letztlich keine wirklichen substanziellen Gifte, sondern Mentalgifte.
oder emotional Gifte, die genauso wirksam sind wie Quecksilber oder Schwermetalle oder was auch immer der Körper so abbindet. Also wir müssen von der Vorstellung lösen, dass ein Gift nur eine materielle Ursache hat. Gift ist all das, was unbekömmlich ist. Und das gilt es im übertragenen Sinne in der eigenen Beschreibung immer zu berücksichtigen. So, das sind so die Eingangswerkzeuge, die gute Dienste liefern. Für jemanden, der damit schon angefangen hat und mehr möchte, wo sich also abzeichnet, okay, Zerebralkomplex 4 Wochen im Einsatz hat dazu geführt, dass er sich öffnet. Und wenn wirklich jemand da ist, der die Biografie eines Menschen ernst nimmt, dem kann ich dann raten, dann nach 4 Wochen, wenn der Zerebralkomplex leer ist und das Gegenüber das wirklich möchte und der das auch sagt, ich will, dann kann ich nur empfehlen, den Individualkomplex zur Anwendung zu bringen. Warum? Denn da wir alles, was wir gespeichert haben oder alles, was wir erlebt haben, speichern, sind die Körperstoffe, wie hier Blut und Urin, sozusagen die Träger dieser Informationen. Und wenn wir das dann spagyrisch aufschließen, daraus so ein Heilmittel konzipieren mit den entsprechenden Korrekturmustern. Und wenn wir dann wissen, auf welcher Destillationsebene wir kochen müssen, meistens ist es 5, 6 oder 7, also ganz alt bis sehr alt, dann habe ich die Möglichkeit, diesen Menschen dann dort abzuholen und dort ganz subtil diese Türen zu öffnen, die sehr, sehr alt und sehr tief vergraben sind. Also der Individualkomplex ist dann wirklich die Ultima Ratio, wenn am Ende der Reise die Frage steht, darf ich das jetzt noch mitteilen oder nicht? Und die mit solchen Komplexen arbeiten, das ist meine Erfahrung, die haben das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und die werden dann auch ihren Erinnerungsspeicher komplett öffnen. So. Ja, ich wäre jetzt sozusagen mit meinem theoretischen Teil durch. Bevor ich jetzt zusammenfasse, nochmal die Frage ans Publikum. Möchte jemand noch was mitteilen, was ergänzen, was hinzufügen? Eine Anmerkung oder ein Bericht oder was auch immer, was für diese Runde interessant wäre. Wer hat noch was auf der Pfanne? Nutzt diese Gelegenheit jetzt, eure Ideen und eure Impulse weiterzugeben. Und nutzt es vor allen Dingen zum Nachdenken, vor allen Dingen mit dem, was ich jetzt noch zu erzählen habe. Also, Demenz hat also keine körperlichen, sondern mentale und emotionelle Ursachen. Das hat mit dem Erleben zu tun. Es geht um die verhinderte, offene und wahrhaftige Auseinandersetzung mit den erlebten Inhalten und die führt letztlich zur Abspaltung unseres Erinnerungsspeichers. Dieser Erinnerungsspeicher bleibt, er geht nicht verloren. Er ist letztlich nur in einem Raum, der mit einer dicken Tür verschlossen wird. Aus gutem Grund. Wer Demenz überwinden will, kommt um die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte nicht herum. Das ist logisch, denn das ist etwas Individuelles, etwas Hochpersönliches. Und jetzt kommen wir zum Dilemma. Der Demenzkranke kann diesen Wunsch allerdings selbst nicht mehr äußern, da ihm der Zugang auch zu diesen Erinnerungen fehlt. Das bedeutet, um nochmal auf die Anmerkung von Alina zurückzukommen, wer ein empathisches Interesse an einem Menschen hat, der darunter leidet und eine Verbindung herstellen kann, der kann nur erfragen, ob er sich traut, das freizusetzen, was er erinnert hat. Und wenn er diese Zustimmung gibt, dann kann ich nur empfehlen, mit Zerebralkomplex zu arbeiten. Es ist ein Segen für die, weil die brauchen es nicht mit ins Grab zu nehmen, sondern können das vor ihrem Tod noch äußern. Jetzt kommt der Casus Knactus, wenn es gelänge, diesen Zugang wiederherzustellen und der Betroffene seine Erlebnisse ausdrücken würde, bräuchte es Menschen, die diesen Berichten Glauben schenken würden. Das ist die Voraussetzung. Wenn sie also das aus welchen Gründen auch immer tun, was sie tun, aber kein Interesse an der Geschichte eines Menschen haben, dann lassen sie das, weil sie werden mit dem, was sie dann zu hören bekommen, sicherlich überfordert. Und jetzt kommt der zweite Teil, ich gehe gleich nochmal in den Chat hinein. Auffällig ist, dass es ohne Menschen mit Demenz keine sogenannte Pflegeindustrie gäbe. Denn der Umfang der Pflegeindustrie ist fast direkt proportional mit der Alzheimer- und Demenzproblematik. Das heißt, Leidenschaft somit wirtschaftliches Wachstum.
Und dann ist die ketzerische Frage, kann es ökonomisch betrachtet überhaupt ein Interesse an Gesundheit, an Nichtleiden geben? Die Frage kann sich jeder dann nachher mal im stillen Kämmerlein für sich beantworten. So, jetzt nochmal zu den Kommentaren. Wie dosierst du die Mittel? Also Grundempfehlung ist 5 mal 2 Sprühstöße am Tag, also wenn jemand 10 Stunden wach ist, alle 2 Stunden. Das würde ich anfangs so tun und dann einfach ein bisschen spielen mit weniger oder mit mehr, meistens mehr, um einfach durch die Impulsrate, durch die Erhöhung der Impulsrate, das Gegenüber zu locken, sich zu trauen, das zu äußern, den Speicher zu öffnen, der da ist. So, Barbara, gibt es eine Prävention dafür? Nein, es gibt keine Prävention für Demenz. Die einzige, die ich kenne, ist Offenheit zu leben und Offenheit wahrzunehmen. Das heißt, sich und seinen eigenen Wahrnehmungen treu bleiben, ganz egal, was meine Umgebung sagt. Ich kann dazu nochmal dieses Le Bon Beispiel aufzeigen. Ganz egal, was diese 9 erzählen. Wenn ich da vorne 10 Kreuze sehe oder 9 und die sagen, es seien 7, dann bleibe ich bei meinen 10. Das ist zwar schwierig, aber das wird eben zeigen, ob ich meinen eigenen Wahrnehmungen traue. Und das gilt es nicht nur für diese Kreuze, sondern gilt es für alles, was mich umgibt und was ich vermeintlich glauben soll. Also ich kann euch nur raten, hinterfragt das, was ihr glauben sollt und bringt das und versucht das mit dem, was ihr wisst, in Deckung zu bringen. Und wenn sich das nicht deckt, traut eurer Intuition. So, Barbara, wie kombinierst du dabei das Buchersystem und mit welchem Modul von Bucher kombinierst du die Therapie? Also, wenn ich mit dem Wiedercoach arbeite, das macht er ja wahrscheinlich gleich, da gibt es eine klare Empfehlung, welches Mittel da angezeigt ist, unmittelbaren Zugang zu dieser Tür herstellt. Alles andere lässt sich über die Module, die ich mir selber geschrieben habe, über meine Heilmittel, wie Indikationsmittel, Destillationsstufe oder Alphamittel oder Familienmittel, bekomme ich immer einen präzisen Hinweis, welche Werkzeuge jetzt zum Einsatz kommen. Wenn du diese Module nicht hast, du mit VitaCoach arbeitest, dann rufe mich morgen an, dann kann ich dir über die Bucher Family diese Datenbank schicken und dann kannst du die dann damit nutzen. So, Renate, okay. Angela, ist Demenz, wie oben beschrieben, wirklich reversibel? Solange ein Mensch lebt und leben will, ist alles reversibel. Noch einmal, es geht nichts verloren. Die Frage ist, schaffe ich in einem Menschen, der unter Demenz leidet, so viel Vertrauen herzustellen, dass er vertraut, dass das, was er dann zu erzählen hätte, von mir als Zuhörer nicht verurteilt wird. Darum geht es. Das ist die Gretchenfrage. Gelingt es mir, ihm das klarzumachen, dass ich ganz gleich, was ich zu hören bekomme, dass ich ihm das glauben werde? Darum geht es. Ich meinte, wenn behandelt, wie beschrieben. Ja, ich kenne 2 Fälle, die dort aus der Demenz herausgekommen sind, weil sie ihren Speicher geöffnet haben, weil es so viel Motivation gab, das vor dem Tod zu sagen, was zu sagen war. Und die waren erleichtert über das, was sie mitteilen durften. Weil es aber, wie gesagt, Menschen gab, die empathiefähig sind und die ohne zu verurteilen, ohne zu urteilen, ohne zu kommentieren, die Dinge angenommen haben, die dieser Mensch zu erzählen und mir zu teilen hatte. Barbara Seufert, ich arbeite noch nicht damit, aber es interessiert sehr. Ja, kann es nur ausprobieren, mit Zerebralkomplex zu arbeiten. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Die können damit nichts falsch machen, können damit letztlich nur ihren Bereich, ihren Kreis erweitern und damit eigene Erfahrung sammeln. So, Otti Rasch, ja, schönen guten Abend. So, nachlesen können Sie das alles auf den Seiten, die ich geschrieben habe, landapo.de/demenz. Das ist so eine Startseite, wo ich themenbezogen, es gibt insgesamt 20, 30 Themen, die ich so präpariert habe und einer davon ist Demenz, nochmal zum Nachlesen. Auf der Komplexmittel.org-Seite finden Sie die Mittel alle beschrieben. Hier auf der rechten Seite, wo ist da mein Zauberstab, der ist hier. Hier sind die Mittel von ADS über Zerebral bis hin zu Zähnen beschrieben. Allein das Nachlesen lohnt sich. Wir haben auch ein Kompendium zur Verfügung, wo diese Mittel und die Philosophie, die dahinter steht, beschrieben ist. Finden Sie auch auf der Komplexmittel.org-Seite. Und die das lernen wollen, die also mehr wissen über diese Philosophie,
diese Heilmittel, über dieses Denken erfahren möchten, die sind auf landabo.de Seminare richtig unterwegs. Dort finden Sie auch Hintergründe und weitere Bereiche zum Bereich Akademie Bewusstseinsmedizin, wo der Jörg jetzt gleich weitermachen wird. Da machen wir gemeinsame Schulungen, wo wir dann dieses Wissen, dieses vernetzte Denken, dieses Kohärenzdenken beibringen, wo sich jeder eine neue Welt erschließen kann, indem er einfach in Zusammenhängen denkt. Möglichkeiten gibt es da bis zum Abwinken. Das ist eine sehr spannende Geschichte und da finden Sie alle Möglichkeiten, sich damit im Einzelnen zu beschäftigen. Barbara ist wieder fleißig. Danke für die beiden Links. Und dann der nächste Termin ist am 24. Februar. Da machen Jörg und ich Beginn den Reigen in den Frühling hinein und fangen wieder mit Allergien an. Wir haben noch keine genauen Planungen, was wir im Einzelnen tun werden, aber wir werden dieses Jahr dann in der zweiten Runde dann mit Allergien beginnen. So, das wäre das. Und die letzte ist dann meine Folie. Also wer da mehr zu wissen will, wer zum Beispiel diesen Foliensatz haben möchte, der schreibe mir eine Mail unter pötterlandabo.de oder rufe mich an. Und dann hoffe ich, dass diese Stunde dem einen oder anderen was gebracht hat. Und wenn er dann daraus mehr ziehen möchte, ist er eingeladen, sich dann tiefer in dieses Metier einzulassen. Kann nur helfen, kann nur neugierig und kann nur interessant werden, wenn ich mich auf die Dinge einlasse, die ich bis jetzt nicht berücksichtigt habe. So, dann hoffe ich, dass trotz Ton- und Bildstörungen auf der anderen Seite doch das Wesentliche transportiert wurde. Wie gesagt, das ist aufgezeichnet, das wird in den nächsten Tagen freigestellt und die, die sich angemeldet haben zum Seminar, die können dann auf den Videomitschnitt zurückgreifen. So, ja, dann wäre ich dann soweit durch. Wenn noch was ist, dann stellt mir jetzt die Frage, der Jörg macht in 15 Minuten weiter und wird dann den praktischen Teil dieser Arbeit präsentieren. Und da wünsche ich allen einen spannenden Vortrag. Ich werde dann auch da mitmachen, allerdings als Zuhörer. Ich werde dann nur lauschen. Jörg, ne? Ich bin dann daher auf der Tribünerseite. Ja, dann wünsche ich allen einen schönen Abend und hoffe auf gutes, tiefes Nachdenken und würde mir dann einen regen Austausch wünschen, wie auch immer. So. Winke, winke, Barbara, genau. Auch meinerseits zurück. Gut. Dann schließe ich hier und wünsche jetzt einen spannenden zweiten Teil. Wie gesagt, wer kontaktieren möchte, schreibe sich meine Nummer hier auf oder meine E-Mail-Adresse. Und nehme Kontakt auf. Alles Weitere ergibt sich dann über das Gespräch. So, dann gabt euch wohl und bis spätestens in 3 Wochen. Ist das jetzt 3 Wochen? Nochmal gucken. 24. Februar. Nee, ist noch ein bisschen mehr als 3 Wochen. 4 Wochen. Gut, dann bis dahin und tschüss.